In unserer ersten Folge unseres Podcasts teile ich meine Gedanken mit Ihnen. Und zwar meine Gedanken, die ich mir seit geraumer Zeit darüber mache, ob ich mich sozusagen der Diktatur, der Kürze, des Kurzen, der Checklisten, der schnellen Informationen beugen möchte oder ob ich der Meinung bin, dass bestimmte Inhalte eben halt auch eine bestimmte Länge und bestimmte Tiefe brauchen. Wenn Sie in irgendeiner Form Wissen verbreiten wollen, wenn Sie in irgendeiner Form sich vorgenommen haben, beispielsweise Studienwissen an die Praxis weiterzugeben, wenn Sie sich vorgenommen haben, Ihre Ideen weiterzugeben und wollen das in irgendeinem Format tun, beispielsweise Sie haben einen YouTube-Kanal, Sie haben einen Blog, Sie haben oder Sie arbeiten bei einer Zeitschrift oder schreiben für eine Zeitschrift, dann werden die Verantwortlichen, das passiert mir zumindest immer wieder, Ihnen immer wieder sagen, halten Sie sich möglichst kurz und schreiben Sie möglichst einfach, damit es ja jeder versteht. Gut, das ist erstmal ein Rat oder ein Ratschlag, dem ich nichts entgegenzusetzen habe, sich kurz zu fassen und die Essenz zusammenzufassen, dagegen habe ich nichts. Der zweite Vorschlag, der Ihnen aber gemacht wird, oder das zweite, was Ihnen gesagt wird, ist folgendes. Die Leute haben nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne, die lesen keine langen Texte, sie dürfen nie länger als ein oder zwei Seiten schreiben, ein Beitrag auf einem Blog muss möglichst kurz und zusammenfassend sein. Und wissen Sie, was ich da höre? Was ich da höre ist, dass man den Menschen überhaupt nichts mehr zutraut. Und das Zweite, was ich daraus höre, ist, dass diejenigen, die das beauftragen, in keinster Weise auch nur den blassesten Schimmer davon haben, dass es Inhalte gibt, die man nicht in 5 oder 10 Zeilen zusammenfassen kann. Die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass kein Inhalt so kompliziert sein kann, als dass man ihn nicht mit Worten ausdrücken kann, die Menschen verstehen. Dazu stehe ich auch weiterhin. Aber dazu braucht es manchmal auch mehrere Worte. Und es reicht nicht alles, in meinen Augen zumindest, reicht es nicht alles, auf einer halben Seite schnell zusammenzuschreiben. Ich bin ein großer Anhänger davon, beispielsweise mit Fallbeispielen zu arbeiten. Wenn ich Menschen ein Konzept in der Pflege erkläre, dies anhand eines Fallbeispiels zu machen. Wenn ich aber ein Fallbeispiel mache, nimmt das schon alleine Raum ein, denn auch ein Fallbeispiel kann nicht nur 3 Zeilen haben, ansonsten kann das Ganze nicht funktionieren. Inhalte brauchen Raum. Damit meine ich nicht, dass man stundenlang um etwas herumlabert. Damit meine ich nicht, dass ich 20 Seiten über etwas schreibe, was man auch in 3 Seiten oder in 4 Seiten geschrieben haben kann. Das heißt aber, dass ich die Inhalte nicht so verkürzen muss, damit sie dem Format genügen. Und das ist das Entscheidende. Man hat recht, wenn man sagt, dass man nicht übertrieben lang sein muss, weil die meisten Menschen sich nicht so lange auf etwas konzentrieren können. Bin ich vollkommen mit einverstanden. Aber es sollte immer noch der Inhalt die Form bestimmen und nicht die Form den Inhalt bestimmen. Nicht die Form oder das Format oder die Aufgabe 2 Seiten muss bestimmend sein dafür, wie ich denn den Inhalt zusammenkürze, sondern die Länge eines Artikels, die Länge eines Videos, die Länge eines Podcasts muss dem entsprechen, was der oder diejenige sagen will. Und dann haben immer noch die Leser, Hörer, Seher die Möglichkeit, nach 1 oder 2 Minuten abzustalten. Auch das stellen wir fest. Wir machen ja vom Dialogzentrum Leben im Alter auch Videos. Und wir stellen natürlich fest, dass ein großer Teil der Menschen, die unsere Videos schauen, nach 3 oder 4 Minuten aufhören, das Video zu schauen. Das heißt, das ist eigentlich falsch ausgedrückt. Denn es steht von mir aus, dass dort 3 oder 4 Minuten der Durchschnitt des Sehens war. Das heißt, da werden aber die mitgezählt, die nach 10 Sekunden abgeschaltet haben, weil sie von mir aus die Nase von dem Rüsing nicht mehr sehen können oder weil sie der Inhalt nicht interessiert. Und da drin sind aber auch eben halt die Leute, die das Ganze 8 oder 10 Minuten geschaut haben. Ich glaube, man muss den Menschen, man kann den Menschen viel, viel mehr zutrauen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man etwas ansprechend präsentiert, dass Menschen sehr wohl in der Lage sind, sich 10 Minuten, 5 Minuten oder auch 20 Minuten darauf zu konzentrieren. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass eine Präsentation oder ein Vortrag eine Dreiviertelstunde dauern darf, wenn denn gut vorgetragen wird.
Ja, ich bin weiterhin der Überzeugung, es gibt keine schlechten Inhalte oder langweilige Inhalte, sondern es gibt nur langweilige Lehrer und langweilige Vortragende. Und es gibt natürlich Menschen, die sich für bestimmte Dinge nicht interessieren, aber für die produziert man ja auch nicht. Also, um das noch einmal für mich zusammenzufassen und für Sie vielleicht auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Inhalt die Form und auch die Qualität der Form bestimmen muss. Heißt, wenn ein Inhalt auf einem Printmedium 3 oder 4 Seiten oder 5 Seiten braucht, dann braucht es die und dann muss man es auch so schreiben. Wenn etwas in 2 Seiten zu sagen ist, dann muss ich dafür keine 5 Seiten schreiben. Wenn jemand einen Vortrag so hält, dass die Menschen nach 10 Minuten einschlafen, dann liegt es nicht daran, dass er 10 Minuten gedauert hat, sondern es liegt daran, dass der oder diejenige, die vorgetragen hat, es so langweilig gemacht hat, dass die Menschen nach 10 Minuten einschlafen. Und ich glaube, und das vielleicht abschließend an dieser Stelle zu sagen, wir alle, die wir im Bereich des Wissenstransfer, der Wissenszirkulation, der Präsentation tätig sind, sollten nicht die Menschen, die uns hören, unterschätzen. Und wir sollten ihnen nicht immer nur noch kleine Häppchen geben, weil wir denken, ach ja, kleine Häppchen, hören die sich an oder sehen die sich an oder lesen die durch und dann kann ich halt nicht so viel Inhalt darstellen. Nein, das sollte nicht so sein. Wer dem nicht folgen will, heißt nicht, dass er dem nicht folgen kann. Dann ist es auch seine oder ihre freie Entscheidung, das nicht zu tun. Ich weigere mich, dem Diktat der Kurzlebigkeit der Checklisten zu beugen. Und ich weigere mich, Inhalte so zu verkürzen, dass sie auf ein bestimmtes Format passen. Nein, das Format muss dem Inhalt passend sein und nicht umgekehrt.